Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um das Thema Proof of Concept. Ja, und was das mit deinem Network-Marketing-Geschäft zu tun hat und wie du den Proof of Concept nutzen kannst, um neue Vertriebspartner zu rekrutieren, das zeige ich dir in diesem Video. Zunächst mal, was ist denn der Proof of Concept? Proof of Concept stammt ursprünglich, ja, wenn man so will, aus dem klassischen Projektmanagement. Und der Proof of Concept, der zeigt im Prinzip im Endeffekt auf, ob ein Projekt quasi zum Beispiel ein Projekt oder eine Geschäftsidee, wie zum Beispiel ein Network-Marketing-Geschäft überhaupt dann funktionieren kann, ja. Wenn du so willst, dient quasi dieser Proof of Concept auch dann als Entscheidungsbasis für den weiteren Verlauf von einem Projekt zum Beispiel. Man kann dann die Risiken besser einschätzen, man kann die Risiken vielleicht sogar minimieren oder komplett ausschließen, ja. Und gerade wenn du jetzt zum Beispiel als Startup mit Investoren und so, wenn du da Investoren suchst für deine Geschäftsidee, dann wird da auch sehr, sehr häufig nach eben dem Proof of Concept gefragt beziehungsweise verlangt. Und man könnte anstelle von Proof of Concept auch einfach, ich sag mal, Machbarkeitsnachweis als Wort verwenden. So, und diesen Machbarkeitsnachweis, ja, das ist ja natürlich für dein Network-Marketing-Geschäft auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt, weil, wenn du mit Menschen sprichst, möchten die natürlich gerne auch wissen, ob das Ganze tatsächlich funktioniert. Und da ist es natürlich gut, wenn du ja einen Machbarkeitsnachweis quasi bringen kannst. Und im klassischen Geschäftsleben, also wenn du jetzt, bleiben wir einfach mal im ursprünglichen Projektmanagement oder du hast eine Geschäftsidee, dann kannst du diesen Machbarkeitsnachweis im Prinzip auf drei Arten vollbringen. Du kannst erstens sagen, okay, ich setze das Ganze um. Ja, und zwar direkt, ohne Umwege, ohne vorher irgendwas zu testen. Ich fahre volles Risiko, ja, und schaue einfach, ob die Idee, die in meinem Kopf so rumschwirrt, funktioniert. Und wenn das Ganze funktioniert, ja, dann hast du den Nachweis vollbracht. Und da gibt's dann auch dann nichts dran zu rütteln. Ja, es ist ganz klar belegt worden, dass die Idee halt eben funktioniert. Der zweite Weg, den du gehen kannst, ist, dass du einfach hergehst und sagst, okay, ich teste erstmal, ja. Ich teste erstmal meine Idee, ich sag mal in einem ganz kleinen Segment von meinem Gesamtmarkt, um zu schauen, wie wird das Ganze überhaupt angenommen. Ich gebe dir da mal zum Beispiel ein Beispiel aus dem Online-Marketing. Du könntest zum Beispiel, mal angenommen, du möchtest jetzt einen Online-Kurs quasi kreieren und weißt ja jetzt eigentlich noch nicht, ob das Thema dann auch stark nachgefragt wird, weil nur weil du davon begeistert bist, heißt es ja noch lange nicht, dass der Markt das ebenfalls oder dass der Markt da ebenfalls davon begeistert ist. So, und jetzt könntest du natürlich viel Zeit und Energie in den Aufbau dieses Kurses investieren, könntest den komplett umsetzen. Du könntest aber auch einen anderen Weg gehen, dass du zum Beispiel erstmal ja eine Art Verkaufsseite aufsetzt, ja, vielleicht ein Video drauf, wie auch immer, und dann sendest du Besucher auf diese Webseite und anstatt hier den Kurs zu verkaufen, lässt du die Menschen einfach eintragen auf eine Art Warteliste, ja. So, und jetzt tragen sich halt hier, hast du eine gewisse Anzahl an Menschen draufgeleitet und ein gewisser Prozentsatz trägt dich ein. Und diese Erkenntnis, die gibt dir dann natürlich einen Aufschluss darüber, ob das Ganze dann dementsprechend funktioniert oder halt nicht funktioniert, ja. Und ob es sich lohnt, Zeit in den Kurs zu investieren. Also das jetzt mal so einfach auf die Schnelle, ja. Und so könntest du das natürlich im klassischen Leben auch erstmal antesten. Und könntest dann für dich einfach fragen oder für dich dann die Frage beantworten, lohnt sich's, ja, ist der Machbarkeitsnachweis dann dementsprechend vollbracht, macht es eigentlich dann überhaupt auch Sinn, ja. Und dann hast du noch die dritte Möglichkeit, ja, und das ist aus meiner Sicht diejenige, die halt am meisten Zeit braucht und wo im Nachhinein halt einfach immer noch nicht klar ist, ob das Ganze funktioniert. Du kannst quasi Marktforschung betreiben. Ich kürze es einfach mal ab, Marktforschung. Das heißt hier, machst du das entweder selber oder beauftragst jemanden, der für dich den Markt analysiert, Konkurrenz, ja, du schaust zum Beispiel in anderen Ländern nach, ob es da positive Beispiele gibt, etc. Und du bekommst dann hier halt dementsprechend hilfreiche Daten, Erkenntnisse und kannst dann darauf eben dann deine Entscheidung quasi treffen. Die Sache ist halt die, du weißt halt dann immer noch nicht genau, ob das Ganze dann tatsächlich funktioniert. So, und jetzt ist ja die Frage, brauche ich das hier alles eigentlich ja im Network Marketing? Ja, das ist ja die Frage, die sich jetzt
der ein oder andere sicherlich stellt. Aus meiner Sicht ist es so, dass jeder Networker quasi ein Proof of Concept haben sollte, und in der Regel hat er den auch schon, ja, auch wenn jetzt jemand gleich zu oder ganz am Anfang seiner Network-Marketing-Karriere steht. Die meisten Networker haben immer das Problem oder machen gerade zu Beginn einen großen Fehler, dass sie immer denken, sie müssen den großen Verdienst oder große Erfolge irgendwie nachweisen können, damit sie quasi diesen Proof of Concept haben, damit sie überhaupt die Berechtigung haben, überhaupt andere Menschen ins Geschäft zu bringen, ja, weil selber hat man, man hat ja mal nur, man darf ja nur dann über Erfolg sprechen, wenn man selbst erfolgreich ist und so weiter. Und das ist natürlich Quatsch, ja, weil jeder, der heute ein Geschäft startet und ganz am Anfang steht, der kann natürlich noch keine großen Verdienste nachweisen, der kann auch noch keine großen Erfolge nachweisen. Heißt ja aber noch lange nicht, dass das Geschäftsmodell nicht funktioniert, ja. So, und deswegen solltest du dir das erstmal aus dem Kopf schlagen, dass du Menschen oder Kunden über deine eigenen Erfolge ins Geschäft bringen musst, ja. Mein Vorschlag ist hier der. Jetzt gehe ich einfach mal hier so ein bisschen hoch. Mein Vorschlag ist der: erstens, ja, besuche zunächst mal die Meetings. Entschuldige, meine Schrift ist nicht die beste, ich weiß, gelobe Besserung. Ja, besuche Meetings deines Unternehmens, deiner Ableihen. Warum? In der Regel bekommst du dort ja zum einen natürlich wertvolles Wissen, du bekommst Input ja für deine Praxis. Aber was mindestens genauso wichtig ist, ist, dass du dort ja auch über andere Menschen ja hörst. Das heißt, du bekommst die Erfolgsstories anderer Menschen mit. Und da ist mein Vorschlag, ja, nutze einfach diese Erfolgsgeschichten, notier dir diese, weil diese dienen nämlich dafür, ja, oder diese dienen nämlich als Nachweis dafür, dass das Ganze funktioniert, ja. Und wenn du jetzt in einem Unternehmen bist, wo es eine Person gibt, ja, das reicht schon voll und ganz aus, die gutes Geld verdient. Oder wenn du eine Person oder mehrere Personen hast, die in dem Unternehmen tätig sind, die die höchste Karrierestufe, die höchste Stufe im Marketingplan erreicht haben, dann reicht es voll und ganz aus, dass dieser Proof of Concept, ja, dass der erfüllt ist, ja. So, und dann kannst du über den Proof of Concept, ja, kannst du dann die Erfolgsstories, du kannst die Erfolgsgeschichten anderer Menschen dann für deine Anwerbung nutzen, indem du ja auch die Geschichten anderer Menschen dann einfach erzählst, ja. Und das reicht im Prinzip als Machbarkeitsnachweis voll und ganz aus, weil ganz klar, wenn du heute im Network Marketing startest, dann kannst du nicht morgen schon die höchste Stufe des Karriereplans erreicht haben. Das ist einfach schlichtweg nicht möglich, außer du bekommst ihn sofort geschenkt. Aber selbst dann ist es ja nur ein Titel und kein Nachweis, dass du auch dass das Geschäftsmodell tatsächlich funktioniert. Okay. Das soll soweit für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte dir da ja ein paar kurze Einblicke, eine gute Idee mitgeben. Wenn dem so war, würde mich freuen, wenn du der Sache einen Daumen hoch gibst und wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Wenn du Lust hast auf eine Zusammenarbeit mit mir, wenn du Lust auf ein funktionierendes System hast, findest du unterhalb des Videos einen Link, wo du weitere Informationen völlig kostenlos und unverbindlich anfordern kannst. Und ja, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn wir dann auch mal in einem persönlichen Gespräch miteinander sprechen und deine Möglichkeiten ausloten können. In diesem Sinne wünsche ich dir ja maximalen Erfolg, alles, alles Gute, und wir sehen und hören uns im nächsten Video. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.